Brauchst du jemanden Kuchen? Ja, nehmst du den Stift durch mit. Bitte. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, der Verkehr auf unseren Straßen nimmt stetig zu, das merken wir alle und das belegen diverse Studien. Im März stellte Intraplan die gleitende Langfristprognose vor und danach wird die Güterverkehrsleistung bis 2051 um 46% mehr, im Schienenverkehr um 33% und im Straßengüterverkehr sogar um 54%. Jetzt kann man das alles beklagen oder man geht diese Herausforderungen aktiv mit praxisorientierten Lösungen an. Und der Austausch mit Praktikern aus Wirtschaft und Kammern beweist mir immer wieder, die besten Lösungen zu Problemen gibt es eben oft in der Praxis. Und diese Impulse haben wir aufgenommen und uns Gedanken gemacht, wie wir das hinbekommen, dass wir die Straßeninfrastruktur nicht über Gebühr belasten und unsere Unternehmen in Sachsen-Anhalt unterstützen. Und der vorliegende Antrag, da sind wir uns einig, kann natürlich nur eine Teillösung des Problems sein, aber, und das ist wichtig, es ist ein Anfang. Und wir können damit sehr schnell die öffentliche Hand für die öffentliche Hand kostenneutral CO2-Ausstoß reduzieren und vor allem, wir können jede siebente Fahrt einsparen. Und ich denke, wir sind uns einig darüber, dass es für unsere gebeutelten Spediteure ein Segen wäre. Denn die Belastung durch die Lkw-Maut und die CO2-Preisgestaltung der Bundesregierung machen ihnen sehr zu schaffen. Es mussten schon einige Insolvenz anmelden, einige stehen kurz davor. Und ich finde, wir müssen hier aktiv gegenwirken. Mit dem Feldversuch werden wir eine Lösung schaffen, die zukunftsorientiert ist und die dafür sorgt, dass wir auch in der Zukunft entsprechende zukunftsorientierte Lösungen und Entscheidungen treffen können. Und wir dürfen ja auch nicht vergessen, wir haben auch einen Fahrermangel. Wenn man sich überlegt, wir haben einen Mangel im Moment in der Bundesrepublik von 100.000 Menschen. Und an der Stelle möchte ich einfach auch ganz herzlich denjenigen danken, die tagtäglich dafür einstehen, dass sie hinterm Lenkrad dafür sorgen, dass die Päckchen unterm Weihnachtsbaum und die Regale gefüllt sind in den Supermärkten. Dafür herzlichen Dank im Namen meiner Fraktion. Jetzt sind wir uns alle einig, dass die Reduzierung dieser Fahrten natürlich nicht das Problem lösen wird, aber es ist ein weiterer Schritt, um hier aktiv einzugreifen. Und die Gestaltung der Pilotstrecken, die wir entsprechend vorsehen, wird vor allen Dingen dafür sorgen, dass die Strecken zwischen den Produktionsunternehmen und den Logistikzentren ausgewählt werden. Das ist unserer Fraktion, meiner Fraktion, der CDU, ganz besonders wichtig. Und mit den Ergebnissen der wissenschaftlichen Begleitung durch das Fraunhofer-Institut werden wir für die Zukunft Daten haben, die wir auch auf andere Bereiche ausdehnen können. Und ich glaube, wir sind uns einig darüber, dass wir mit diesem Pilotprojekt eine hervorragende Grundlage haben, unsere Unternehmen zu unterstützen, unsere Infrastruktur entsprechend zu entlasten. Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen, bitte ich Sie um Zustimmung zu unserem Antrag. Herzlichen Dank. Danke.